Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir meinen Carrier weiter ausbauen. Und heute soll es einfach mal um die Einbauten gehen, also um was man alles jetzt auf meinem Schiff kaufen kann. Wir sind jetzt in einem System, wo sozusagen Carrier-Dienste angeboten werden, also die Erweiterung der Carrier angeboten werden. In dem Fall kann ich euch das System auch nochmal zeigen. Wir bauen, wie gesagt, wir tun heute die Ausstattung im Endeffekt kaufen, damit man auf meinem Träger auch Waffen und Ausrüstung kaufen kann. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Und dann setze ich mich gleich mal rein. Genau. Dann landet der Autopilot hier schon. Genau, und hier sind wir schon. Dann tun wir gleich mal die Carrier-Dienste öffnen. Das System, in dem wir jetzt sind, heißt Alco, habe ich euch ja einmal vorgestellt. In dem Fall sind wir jetzt in BD plus 472267. Genau. Und wir gehen auf Carrier Management und zahlen erstmal ein bisschen was ein, weil sonst reicht das nicht. Budget. Und wir tun gleich mal einiges drauf. So. Dann, wie viel zahlen wir denn ein? Ich muss kurz schauen. Genau. Ich würde sagen, wir zahlen erstmal 300 Millionen ein. Genau. Ich möchte bitte da noch eine Null. So viel dazu. Drei. Noch eine jetzt hier. Genau. Jetzt. Eine Auftankstation wollen wir nicht. Wir wollen die Ausstattung. Perfekt. Na, nehmen wir einen anderen. So, das passt jetzt. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die interessant werden. Drohnen. Oh, cool, wie man das mal hier für eine Auswahl hat. Klasse 2, Klasse 3, geil. Abbauwerkzeuge. Analysegeräte. Ist ja schön. Ist ja geil. Ist ja cool. Anti-Xeno-Abschalt-Fernneutralisator. Kenne ich gar nicht. Dafür braucht man 63 Millionen. Oh, nice, das ist ja geil. Axe, mehrfach geschützte Axeno-Scanner. Defensivverbesserungen. Lebenserhaltung. Ausrüstungsbestand. Explosivwaffen. Energiewaffen. Frachtgestelle. Frachtgestelle sind wichtig, die kaufe ich mal. Also. Die so. Genau. Die hole ich mir auf jeden Fall mal. Gegenmaßnahmen. Kinetische Waffen. Passagiere brauche ich nicht. Schiffsantriebe. Schiffpower. Schiffwerkzeug. Wie fast es hier alles gibt. Schildgeneratoren. Treibstoff. Zielauswertung. Ist ja cool. Auf jeden Fall. So. Jetzt seht ihr hier schon mal, es ist hier eingeteilt in die verschiedenen Gruppen, also in die verschiedenen Aufgaben, die der Träger am Ende erfüllen soll. Ich möchte meinen mehr oder weniger auf Kampf auch spezialisieren. Deswegen hier sind Abbausachen weniger kreativ. Hier gibt es dann auch verschiedene Stufen, also von den verschiedenen Größen, von den verschiedenen Größenklassen. Dann natürlich die Abbauwerkzeuge, Analysegeräte, da gibt es immer drei Stufen jeweils. Hier die Xenoteile, die würden mich natürlich total interessieren. Mit denen beschäftige ich mich dann später nochmal. Axe-Mehrfachgeschütze. Oh, das sieht aber geil aus. Das schaue ich mir später noch an. Dann gibt es hier noch die Defensivverbesserungen, Modulverstärkungen, so in verschiedenen Größen. Die Drohnensteuerung, also Sammeldrohnen. Dekontaminationsdrohnen, Treibstoff und so weiter, Steuerungs-Aufklärungsdrohnen, Reparatursdrohnen, Ladelukenöffner, Forschungsdrohne, dann gibt es die Energiewaffen,
die Explosivwaffen, natürlich Raketen und sowas, Fighter und sowas. Dann die Frachtgestelle, die Gegenmaßnahmen. Dann die kinetischen Waffen, die Passagierkabinen, die Schiffspower natürlich, Schiffswerkzeuge, Schildgenerator, Treibstoffmanagement, Zielauswertung. Das ist natürlich geil, dass es so Xeno-Sachen zu kaufen gibt. Was kosten das? Also ein paar Preiskassen höher. Kapazität 230. Das hole ich mir vielleicht noch. Diese Mehrfachgeschütze interessieren mich. Die baue ich vielleicht in meinen Cutter ein. So, ich glaube, ich hole noch ein bisschen was raus. Genau. Ich glaube, das war es soweit auch erstmal. Jetzt habt ihr schon mal gesehen, hier, wie gesagt, hatten wir die Werft vorher. Hier sind jetzt die Sachen. Da gibt es jetzt die verschiedensten Sachen zu kaufen, auch Sachen, die man selten findet auf Raumstationen, was sehr schön ist, was mir teilweise auch sehr viel bringt. Und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und im nächsten Video behandeln wir die Materialhändler, ein sehr großes und wichtiges Thema, um schneller an Rohstoffe zu kommen und um bei den Ingenieuren besser aufzusteigen. Und ja, das war's soweit von mir. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.